Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung des zweiten Bundesligaspiels zwischen Schalke 04 und dem ersten FC Nürnberg. Ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die eine enge Fanfreundschaft miteinander auch haben und deswegen natürlich auch ein gewissermaßen ein freundschaftliches Spiel, auch wenn es natürlich um wichtige Punkte geht, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Aber ohne lange um den heißen Brei herumzureden, lasst uns doch mal gleich in die Highlights reinschauen, was alles passiert ist und wer Man of the Match war, eurer Meinung und auch meiner Meinung nach. Und falls euch dieses Video gefällt, gerne Bewertung da lassen und den Kanal abonnieren. Viel Spaß mit dem Video. Und die Partie begann auch vielversprechend. Beide Mannschaften offensiv aufgestellt und wirklich auch mit dem Drang nach vorne. Vor allem Schalke hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel. Der ein oder andere Spieler hat wirklich gut gespielt. Aber Nürnberg kommt zur ersten Top-Chance durch Schäfler, nachdem er den Ball nur an den Pfosten setzen kann. Und das war auf jeden Fall schon eine sehr gute Chance. War, glaube ich, auch abseits von Schäfler, aber erste gute Chance gegen Nürnberg. Aber Schalke war auch gut in der Partie, denn durch ihren starken Sturm, der wirklich gut aufspielte, mit Schulinov und Salazar und Ovejan, waren sie offensiv sehr, sehr präsent. Und dann fiel auch das 1-0 nach einer schönen Einzelaktion von Schulinov, der den Ball in den Strafraumrand bringt, dann einen Schuss abgibt auf Martinia, der wieder souverän pariert, kann Ovejan den Ball artistisch reinbefördern mit seinem starken linken Fuß und somit steht es 1-0 für Schalke 04 durch Thomas Ovejan. Und die Partie nimmt dadurch noch mehr Fahrt auf. Schalke kommt immer besser in die Partie, hat aber manchmal auch wieder den kleinen defensiven Aussetzer, auch durch den Torhüter Martin Freisel, und die Abwehr, wie schon gegen St. Pauli, nicht immer sattelfest. Nürnberg kann das aber nicht nutzen. Nürnberg bekommt auch einen Abseitstreffer aberkannt, der eigentlich nicht abseits war, auch sehr kontrovers. Und Schalke kann immer wieder durch gute Vorstöße, durch Salazar, durch Schulinov aufs Tor kommen, und da waren immer wieder gute Chancen dabei. Auch Idrissi spielte sehr, sehr gut mit, und somit geht es aber 1-0 in die Halbzeitpause. Bisher auch noch kein weiterer Treffer gefallen. Aber die zweite Hälfte startet gleich mal schlecht für Schalke 04, denn Nürnberg kommt mit einer guten Antwort aus der Kabinenpause zurück, nämlich durch Fabian Nürnberger, der den Ausgleich macht. Nach etwas Chaos im Schalker Strafraum kann der Deutsche von Nürnberg das 1:1 machen und somit die Nürnberger wieder im Spiel halten. Das Spiel wird dadurch offener und interessanter. Schalke etwas verunsichert, Nürnberg wieder im Spiel und auf jeden Fall einiges los in diesem Spiel nach dem Gegentor für Schalke. Und dann kommt es zu einem Schlagabtausch zwischen diesen beiden transitionsreichen Vereinen aus der zweiten Bundesliga, aber Schalke bekommt dann doch wieder den Führungstreffer hin. Nach einer Ecke kommt der Ball wieder vors Tor und ausgerechnet Manuel Schäfler, der Stürmer vom ersten FC Nürnberg, köpfelt den Ball ins eigene Tor hinein, sehr, sehr unglücklich, wollte den Ball nur klären und somit steht es 2:1 für Schalke 04. Und somit gewinnt Schalke 04 diese Partie gegen Nürnberg. Ich würde sagen, schlussendlich dann auch verdient, auch wenn es ein Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften war, hat Schalke dann doch die Chancen besser genutzt und dann doch am Ende das Spiel für sich entschieden. Meine Man of the Match schwankt zwischen Thomas Ovejan von Schalke 04, der mir sehr gut gefallen hat, und Christian Martinia von Nürnberg, der toll gehalten hat auch, aber wahrscheinlich eher Ovejan, weil er bei der Mannschaft ist, die den Sieg eingetütet hat. Somit, Schalke gewinnt dieses Spiel. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Bewertet gerne das Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal für mehr Content. Wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald und ciao.